Warum bekomme ich als Partei in der Situation der übereinstimmten Erledigterklärung eigentlich nur einen Kostenbeschluss nach 91a? Der Grund liegt in der Dispositionsmaxime. Die Parteien im Zivilprozess, klägerische Partei, beklagte Partei, haben sehr weitreichende Einflussmöglichkeiten auf den Fortgang des Prozesses. Und wenn nun beide sagen, dass es sich für sie jeweils erledigt hat, dann ist die Sache vorbei. Dann darf das Gericht kein Urteil mehr fällen. Jetzt hat das Gericht aber ein Problem. Normalerweise würde das Gericht im Rahmen einer Kostengrundentscheidung die Kostentragung im Urteil klären. Im Anschluss gäbe es dann ein Kostenfestsetzungsverfahren, wo man dann die Kosten konkret auf den Cent genau ausrechnet. Jetzt darf das Gericht aber in der Situation der übereinstimmten Erledigterklärung kein Urteil fällen. Und da stellt sich die Frage, na, wie kann ich dann als Gericht die Kostenlast klären? Und da kommt dann der 91a zum Zuge, dass das Gericht einen Kostenbeschluss erlässt. Und dann muss man halt schauen, bisheriger Sach- und Streitstand und im Rahmen einer Billigkeitsentscheidung im Ermessen prüfen wir, wer die Kostenlast trägt. Und in der Klausur bedeutet das dann an dieser Stelle, dass man eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten der Klage unternimmt und da vor allen Dingen hinschaut, wer hätte denn nach bisherigem Sach- und Streitstand den Prozess voraussichtlich verloren. Und derjenige muss dann dementsprechend die Kosten tragen. Dahinter steckt dann der Kostengedanke des 91 ZPO, wer verliert, der zahlt.